Und ich denke mal, ein bisschen Spaß kann ich euch vielleicht heute auch noch bieten. Je nachdem, was wir heute so schaffen. Ja, so ein Schild für, wir sind Apotheker, kein Arzt, können wir eigentlich auch immer sehr gut gebrauchen. Also, wir sind beim letzten Mal, ich glaube, hier gestartet. An der Wasserstelle, haben uns hier durch das Wasser gearbeitet. Komplett den ganzen Weg. Und haben uns das alles angeguckt. Und sind dann irgendwie in den Wald hier unten gekommen, durch die Dunkellichtkatakomben. Und der Wald ist irgendwie scary. Weil hier laufen, ich glaube, die heißen in Elden Ring die Aged Untouchables, wenn ich das mittlerweile richtig rausgefunden habe. Also die gealterten Unantastbaren oder so, was halt in Bloodborne halt die Winterlanterns waren. Und wie ich mittlerweile rausgefunden habe, kann man die sogar besiegen. Das Einzige, was man dafür machen muss, ist die perfekt zu parryen. Alex, danke für 123 Monate Treue. Super geil von dir. Dementsprechend, ich habe mir das hier geholt. Das ist ein Skill. Ach ja, stimmt. Übrigens, ja. Spektralos hat Angst und kann nicht beschworen werden, wenn man es versucht. Das ist ein Skill, der ein paar mehr Parry, ja, Frames einem gibt. Womit man das vielleicht ein bisschen einfacher machen kann. Und das will ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe hier vorne gerade einen gesehen. Ich weiß halt nur nicht, wo mein Parry-Fenster... Aua. Ist. Das war's nicht. Oh, es sind zwei hier. Ja, das sollte ich vielleicht dann nicht machen an der Stelle. Ein paar gleich das Sechsfache im Vergleich zum Mitshield. Ja, nun. Jetzt eigentlich gelandet. Oh ja, okay, immer noch in der Nähe. Kann ich bitte nur einen von euch anlocken? Nee, das war's auch. Wait, bin noch gar nicht erwischt worden. Aber mich hat der Wahnsinn getötet. Ich würde halt gerne jetzt einfach ein bisschen rumprobieren, um die zu ver... Bist du denn wahnsinnig? Ja. Ja, ich habe irgendwas gelesen von, das Fenster ist ungefähr dann, wenn die ihren Zauberstab heben. Find den mal. Das war ein bisschen zu früh. Aber ich glaube, ich sehe es ungefähr. Aber die bewegen sich halt so schnell, das ist gar nicht mal so leicht. Aber ich sag mal, wenn man einmal einen raus hat, dann könnte das funktionieren. Also ich glaube, wenn man auch alle besiegt, kriegt man sogar dafür was. Sollen. Das Sache ist, wenn man die einmal dann geparried hat, dann sind die One-Hit, glaube ich. Ich würde schon gerne. Das Gute ist dadurch, dass man immer wieder hier in der Nähe wiederbelebt werden kann. Meine Güte. Okay, komm her. Oh, nice! Okay, One-Hits sind die nicht.
Außer ich hätte den wahrscheinlich halt reposten müssen. Und ich habe einfach nur so drauf gehauen. Aber es hat schon mal funktioniert. Ich meine, auch gelesen zu haben, dass irgendwo einem auch jemand sagt, dass man die Hold wohl irgendwie so besiegen soll. Hast du mich gesehen? Okay, perfekt. So, dass der andere da mich zumindest nicht sieht. Einer reicht mir. Was? Ich hab mich schon wieder verloren, Junge. Gib dir mal mehr Mühe. Darf ich hier einmal raus? Hilfe? Na komm. Die holen ihren Zauberstab so schnell raus. Es ist echt schwer, die zu posten. Na, nicht ganz. Auch nicht ganz. Ah, ich bin im Wahnsinn verfallen wieder mal. Oh, nice. Ja. Oh, wait, ich habe jetzt damit beide einmal repostet. Oh, ich habe eine pralle Traube bekommen. Wie nett. Da ich das einmal repostet habe, ist hier Schutzschild weg. Und sie können mich nicht erwischen hier hinten. Na du? Kommen Sie her. Nice. Damit werden zwei schon mal weg. Ich konnte zumindest so ein bisschen das Timing üben. Weg. Ah, das ist noch eine kleine Ratte. Ich frage mich gerade, wenn ich die alle besiege, kann ich dann wieder mein Pferd rufen in diesem Gebiet? Es hat direkt die beiden schwersten rausgesucht. Das waren die ersten, die hier rumstanden. Ich werde es ja eh rausfinden. So ist es ja nicht. Ich muss jetzt nur noch die anderen mal finden. Okay, Moment. Wo ist jetzt der Rest von denen? Müssten, wenn ich das richtig gelesen habe, online 6 Stück sein. Ah, irgendwo ist einer. Ach, verdammt. Okay, komm her. Komm her. Ah, verdammt, zu früh. Aber anhand der Stelle, wo ich draufgegangen bin, kann ich jetzt ganz gut sehen, wo die sind. Oder zumindest der eine, der mich gerade umgehauen hat.
Irgendwo direkt vor mir. Perfekt. Ah, doch. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das hier war nämlich der eine, wo wir dachten, da ist ein Item und plötzlich war so eine Laterne im Weg. Ach, da bist du. Na, verdammt. Okay, komm her. Nice. Oh, nice. Sehr schön. Und die Nummer 3 ist auch weg. Den haben wir richtig schön in die Fresse gehauen. Das ist sehr satisfying. Moment, wo bin ich denn jetzt? In die andere Richtung möchte ich. Da müsste, glaube ich, auch noch einer sein. Irgendwo der Fall der Marika. So, und ich glaube hier hinten rechts. Da war, glaube ich, der erste, den wir damals gesehen haben. Oder? Doch, ich glaube, hier haben wir uns durchgeschlichen. Da ist er. So, okay. Komm her. Natürlich kriege ich erstmal den Wahnsinn ab. Ach. Jetzt habe ich durch den Wahnsinn so ein bisschen durcheinander gebracht und dadurch. Oh, wait, ich habe überlebt. Was? Was? Wie frech. Kannst du jetzt mal endlich mal herkommen? Ah. Sekunde zu spät. Ich habe schon wieder überlebt. So, können wir das jetzt mal richtig machen? Ah, verdammt. Ich habe schon wieder überlebt. Junge. Sache ist, jetzt kann ich mich eh nicht mehr genug wieder heilen. Na, schade. Aber wir haben wenigstens den Spot, wo der ist. Der will mich aber auch leiden sehen. Muss man verstehen, wie das funktioniert? Du musst die halt einmal parryen und dann ist deren Unbesiegbarkeit halt weg. Und dann kannst du die kaputt hauen. Okay, direkt vor mir. Das versuche ich gerade. Drei haben wir schon umgehauen. Fehlt nur noch der eine hier. Oh, cool. Mal ausgewichen. Ach, verdammt. Zu lahm. Aber da das Parry-Fenster richtig hinzukriegen, ist ein bisschen Übung. Ich muss sagen, es ist schon. Ich glaube, ich kann Alex zustimmen. Es ist schon sehr satisfying zu parryen. Okay, komm her. Ja, so vielleicht nicht. Komm her. Ach, zu langsam. Wieder zu langsam.
Mein größter Kritikpunkt am DLC: zu wenig parierbare Bosse. Hat das Base Game sehr viel mehr parierbare Bosse? Also Relana kannst du safe parieren. Also in DLC jetzt. Und Mesmer kann man doch sicher auch parieren. Naja, das Schild funktioniert auch nicht, weil er natürlich hinter mir spawnt. Wahnsinn. So, und jetzt komm her. Nice. Was? Die Frohlocken des Älteren. Wahnsinn in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Ah, cool. So. Ich spot mich mal einmal kurz darüber. Zwei müssen wir jetzt irgendwo noch finden. Noch kann ich nicht beschwören. Was steht hier so? Versteckt euch, macht keinen Laut. Ah, da ist noch einer. Perfekt. Komm her. Nice. So, und dann müsste es noch einer sein. Der hat echt gut geklappt jetzt. Also stimmt, das sind die Dinger, die Geräusche machen, um die Gegner anzulocken. Hallo? Mr. Laterne? Sonne, Mond und Sterne? Hallo? Oder waren hier die beiden? Machen wir mal ein bisschen Krach. Jetzt find natürlich noch genau den einen einzigen, der dir fehlt, in diesem riesigen Wald. Ist das deiner? Nee, was seid ihr denn? Ihr seid nur andere komische Dudes. Schießen Laser, okay. Oh, und droppen goldene Hörner. Das ist praktisch. Ach, nur einer von denen droppt was Gutes. Na gut, das habe ich ja bekommen. Dann bleibt die Frage, jetzt nehme ich gerne eine Antwort. Kann ich mein Pferd rufen, wenn ich alle besiege? Nope. Nee, das ist ein Schisser. Sad. Dann ist jetzt die große Frage, ist hier überhaupt noch was in dem Wald? Dann nehme ich auch erstmal wieder meinen normalen Schild. Weil ich bin ja jetzt einmal schon komplett hier rumgelaufen hier. Aber hatte jetzt soweit auch keine Höhle oder so gefunden. Ich gehe nochmal rüber, wo das Grace war. Guck, ob da in der Richtung noch was ist. Ja, ich habe noch was zu. Ich dachte mir schon, also es kann ja auch nicht sein, dass hier einfach nichts ist. Das
Ja, Moment. Dunkelheit. Weil ich denke mir so, zumindest eine Höhle oder so. Hätte ich ja schon gerne hier. Jetzt gerade. Ich hätte jetzt am ehesten noch wirklich. Oh cool, ein Item. Ein Dunkelschmiedestein. Ja. Hier habe ich gegen die zwei gekämpft. Jetzt hat er mir am ehesten da hinten beim Wasserfall vielleicht noch eine Höhle. Das ist meine Karte. Kannst du gerne einen Screenshot von machen. Noch einen Bereich, den ich noch nicht erkundet habe. Oh. Also ich guck mal hier an dem Wasserfall, ob ich jetzt irgendwo noch was übersehen habe. Ansonsten, da es schon sehr aufwendig ist, hier zu Fuß den ganzen Weg zu laufen, nehme ich gerne Hinweise, so in welche Richtung ich mal gucken sollte. Mal den Stuff refreshen. Ah, so eine Höhle oder so? Irgendwo in Katakombe. Da ist ein südlicher Abschnitt im Wald, den ich noch nicht betreten habe. Der vielleicht? Was? Verrückten Schaf einfach angegriffen. Oh, wait, Moment. Der Bereich, ne? Der gehört ja auch noch zu dem Wald dazu. Ah. Ja gut, dann laufe ich da gleich mal hin. Wo wäre denn das Item, was mir noch fehlt? Weil so ein Item in diesem riesigen Wald zu suchen, ist auch so. Find die Nadel im Heuhaufen. Ich stand auf seinem Lieblingsgrasbüschel. Ja, und dann wurde er wahnsinnig und hat mich angegriffen. Literally. Ist jetzt nichts weiter. Dann laufen wir mal zurück. Mal gucken, wie ich da übersehen habe, dass dann nach Süden weiter kann. Müsste ja wahrscheinlich einfach irgendwie so ein Torbogen oder sowas in der Richtung sein. Dann gehen wir hier mal vorsichtig runter. Relativ zentral nördlich, also oberer Rand von, glaube ich. Wäre ein Skado-Baum-Fragment. Boah. Gute Frage, ob ich hier ein Skado-Baum-Fragment mir geholt habe. Kann sein. Zentral nördlich, also irgendwo hier in dem Bereich dann wahrscheinlich. Nur so nördlich hier von dem Grace. Vielleicht. Wir gucken gleich mal. Wir gehen erstmal in Richtung Süden vom Wald. Und wenn wir da fertig sind, kann ich da nochmal schnell eine Runde drehen. Noch weiter in der Richtung. Und schauen, ob ich da was übersehen habe oder nicht. Oder ob ich es schon längst habe. Irgendwas ist einfach random wieder draufgegangen. Hier. So ungefähr die Richtung.
Oh, wait, ich glaube. Waren wir schon mal? Oh, da ist eine Hütte. Ne, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Bin ich hier wohl nie richtig runtergesprungen. Kannst du mich endlich überholen und dann Elden Ring blind genießen. Ja, letzte Woche hat es ja leider nicht so geklappt. Yuna dachte sich so, I'm gonna sabotage this man's dream. Oh, das sieht man in einem der Ladebildschirme. Jetzt, wo ich mir das so angucke. Cool. Aber naja. Passiert. Dafür können wir heute mal ein bisschen noch mal was machen. Kann nicht versprechen, dass es ein langer Stream wird. Je nachdem, wann Yuna wieder sagt, ich Schluss für heute. Aber wir gucken einfach mal.